Lange ist es her und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin bei einem Plot und ich bin ehrlich, so einen Plot habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn irgendwo mal, weiß ich nicht, ein Video zugemacht oder sonstiges. Es ist absolut heftig und ich mache jetzt auch schon mal Tag, weil es dunkel wird, nicht so gut. Was ich sagen kann, der User wird permanent gebannt, kann ich jetzt schon sagen im Voraus. Denn das, was ihr sehen werdet, ist absolut heftig. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Hier sind ein paar Truhen, aber hier ist nur Standardkram. Okay, wir fliegen hier einmal drum und soweit ich gesehen habe, ist der einzige Eingang hier vorne. Der Rest ist einfach Wiese und nichts und das ist also der einzige Eingang. Was ich euch jetzt zeigen werde, ich will bitte eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen, denn sowas Heftiges habe ich noch nie gesehen und ich finde es krass, dass man sowas auf Minecraft-Server machen muss, wo relativ junge Leute drauf spielen. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht und ich bin ehrlich gesagt geschockt. Also, was für Leute bauen sowas in Minecraft? Also, bevor ich jetzt weitergehe und ein bisschen darauf Hype mache, sagen wir es mal so, zeige ich euch dieses Plot. Also, wir haben wie gesagt dieses Gebäude hier und wir gehen da jetzt mal zusammen rein. So, Game Mode 3, bam, wir sind drinne. So, man könnte jetzt denken, yo, vielleicht hat der User Bock, eine Fabrik zu bauen. Ich bin ehrlich, wäre schön, wenn es so gewesen wäre, aber es ist keine normale Fabrik. Es ist schon eine Fabrik und da unten geht es auch weiter, da war ich noch gar nicht. Ich bin hier einmal kurz drüber geflogen, aber dass es da unten weitergeht, habe ich jetzt nicht gecheckt, aber gut. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wo war das nochmal hier? Hier stand irgendwo was drauf. Ja. Ja, ne? Was soll man dazu großartig sagen? Also, ja, ihr wisst, glaube ich, selber, was das ist. Oder, ja, ne? Da unten geht es auf jeden Fall auch weit. Ja. UNV, okay. Ja. Also, spätestens jetzt wisst ihr, glaube ich, wo wir sind und was das für ein Plot ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Und welcher User auf die Idee kommt, sowas zu bauen. Aber gut, das Krasseste kommt jetzt. Also, wir haben hier Schilder. Und hier steht drauf, 10 Gramm, 50 Euro, 20 Gramm, 80 Euro, 50 Gramm, 250 Euro. Und jetzt kommt das, wovon, also, keine Ahnung, Paysafecard, PayPal, schreibt mir einfach eine MSG. Sollte ich nicht da sein, selbst schuld, musst halt warten. Jetzt frag ich mich halt. Also, klar, es ist Minecraft und er hat das hier in Minecraft gebaut, aber meint er das ernst oder nicht? Also sowas ist halt schon, gerade bei Paysafecard PayPal, das gilt halt eh schon unter Echtgeldhandel, aber es ist halt schon ein bisschen weiter als Echtgeldhandel. So, ich weiß jetzt nicht, ob er das im echten Leben hier unbedingt verkauft oder ob er das in Minecraft meint, weil wie willst du Minecraft Gramm machen? Also, nehmen wir mal an, wir nehmen uns das hier mal, will jetzt einfach sagen, so, yo, das sind jetzt 10 Gramm oder was. Okay, das könnte der sogar, oh, stimmt eigentlich, wenn er das dann umbenennt, das könnte sogar auch das gemeint, das könnte auch das gemeint sein. Aber dann würde der keine 50 Euro dafür wollen. Na, kannst du mir nicht erzählen, dass du hierfür dann 50 Euro willst. So, nein. Also, keine Ahnung, wie er das macht oder was er fordert. Ich will ihn auch gar nichts unterstellen, dass er jetzt irgendwie in Real Life sowas machen würde oder ob das nur ein Troll ist oder sonstiges. Sowas geht trotzdem nicht auf Minecraft-Server, gerade wo 19, 11, 12, 13-Jährige draufspielen oder so. Oder 14-Jährige. Es gibt auch 19, 20-Jährige, die draufspielen, aber trotzdem. Ja, ich hoffe, es ist einfach nur in Minecraft gemeint, aber dann verstehe ich das Paysafecard PayPal-Ding nicht. Ob man ihnen das irgendwie... Ich denke mal nicht, dass man 50 Euro für das in Minecraft bezahlen soll. Sollte das so sein, dann ist das ja mal absolut heftig. Aber wenn das in Real Life ist, ist es halt deutlich krasser und dann weiß ich halt nicht, ob es man nur bei einem Bann lassen kann. Ja, es ist, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Gerade weil, wer macht sich denn den Aufwand und baut sowas und vor allen Dingen diese Paletten oder was das sein soll mit diesem Kran hier. Sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Und hier sieht das so aus, als hätte der Kran schon ein paar Sachen abgelagert.
Ich gehe mal in den Game Mode rein, dann schauen wir uns mal so an. Okay, hier haben wir einen Block einfach, okay. Ja, ne? Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass aus. Kann man einfach nur so stehen lassen, ja. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Dass sowas in Minecraft überhaupt... Also, das Erste, was ich mache, ist einfach mal PSET-Owner, nur Xenox. Perfekt. Weil sowas ist halt absolut... Nein, nein, das habe ich... Also, nee, das nehme ich jetzt einfach schon weg. Was ich sagen kann, wir werden dieses Part jetzt zerstören, aber auf diese anderen Art und Weise. P-Flex-Set, Explosion, True. So, boah, ich habe fast die ganzen Befehle vergessen, ne? Ich war jetzt eine Woche ungefähr nicht im Durchrasten-Team. Hatte halt keine Rechte und keinen Rang, ne, ihr wisst auch wieso. Und ich habe einfach die Hälfte der Befehle gefühlt vergessen, naja. Wir nehmen uns mal TNT raus und wir nehmen uns ein Feuerzeug raus. Wie gesagt, schreibt bitte eure Meinung zu diesem Plot in die Kommentare, denn sowas ist absolut krank. Wartet mal, ich habe hier eine Nachricht gerade bekommen. Ihr müsst wissen, dieser User ist bereits gebannt worden. Und der User, warte mal, was? Wartet mal. Okay, der User hat im Forum was geschrieben, hat einen Entbannungsantrag gestellt. Und geschrieben. Warte mal, was? Hä? Okay, ich lese euch jetzt ein paar Sachen davon vor. Ich tue das mal kurz hier rüberziehen, damit ich mich in Minecraft wieder bewegen kann, weil sonst habt ihr durchgehend so einen Standbildschirm und das ist halt auch nicht nice. Er hat geschrieben. Was soll das? Wieso wurde ich gebannt? Ich habe nichts gemacht, bis auf Gras verkauft. Und das ist doch ein freies Land. Ich darf machen, was ich will. Also entbannt mich. Ansonsten setze ich euch auf die Blacklist. Entbannt mich sofort, jetzt aber schnell. Warte mal, was? Okay. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir setzen hier mal TNT hin. Das TNT führen wir mal hierhin, dass hier auch alles schön weggesprengt wird. Dann machen wir hier nochmal TNT, hier TNT, hier. Und dann machen wir das mal so, zack, zack. Wenn einer sich von euch ein bisschen damit auskennt, mit den ganzen Rechten im realen Leben jetzt, schreibt es mal in die Kommentare, weil ich weiß jetzt nicht, ob sowas, naja, ne, keine Ahnung, er hat immer noch nicht geschrieben, ob das jetzt nur Minecraft ist oder nicht, ne. Ich hoffe einfach mal, dass es nur Minecraft ist. Wäre, glaube ich, das Beste für alle. So. Zack, zack, zack. Jetzt machen wir das nochmal. Und jetzt führen wir das einmal hier hin zu den ganzen Schildern, dass die Schilder auch hier wegkommen. Und jetzt führen wir das einmal hier hin, damit das hier auch alles wegkommt. Und ich glaube, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. So, jetzt gehen wir mal hier runter und setzen hier nochmal alles. Oh mein Gott, das wird ja jetzt so stressig werden. Egal, wir machen das einmal ganz kurz und dann haben wir es hinter uns und dann sprengen wir dieses Plot weg, weil sowas... Nein, nein, also ich bin ehrlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, schreibt es in die Kommentare oder nicht gesehen habt, keine Ahnung. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil sowas... Andere Liga, wirklich, andere Liga. Hätte ich nie erwartet, dass man sowas in Minecraft macht. Aber so, wie ich es auf dem anderen Bildschirm gerade lese, meint er das tatsächlich nicht in Real Life. Ich hoffe es zumindest. Was auch immer das Pace of Card PayPal da soll, aber so wie er es gerade geschrieben hat, naja, gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich würde sagen, Alter, wie weit geht das denn hier? Was ist das denn? Das ist doch einfach absolut, also jetzt mal wirklich so... zack, zack, jetzt machen wir hier noch ein bisschen den hier, ja, wunderschön, ne? Und jetzt machen wir das Ganze nochmal einmal hier, bam, dann, dass das Ganze auch einfach weg ist, so, keine Ahnung. Ich hoffe, dieser User wird es nie wieder machen, wird keine Bannumgebung oder sonstiges machen, weil sonst müssen wir halt gucken, wie wir handeln, weil das ist halt echt nicht nice, ne? Mit sowas spaßt man ja eigentlich auch nicht, aber gut, ich würde sagen, das reicht jetzt auch hier eigentlich an TNT. Und dann fliegen wir jetzt einmal nach hier oben. Ich werde hier nochmal ein bisschen TNT hinsetzen. So, zack, bam, perfekt. Und dann würde ich sagen, hier nochmal ein bisschen TNT. Ah, perfekt. So, und dann springen wir das hier nochmal weg. Dann haben wir das Ganze auch. So, perfekt. Ich würde sagen 3, 2, 1, perfekt. Ich hoffe, mein Minecraft stürzt jetzt dabei nicht ab. Oh, shit. Oh, oh, okay. Ja, das, wie, ja. Ordentlich, würde ich sagen, ne? Das ist ja... Ja, das war's auf jeden Fall. Leute, die Ambosse sind einfach hier stehen geblieben, okay? Ja, das war's mit den Ambossen. Ja,
das Lager ist weg, sagen wir es mal so. Ist doch gut gelaufen. Die Sprengung war erfolgreich. Und damit würde ich jetzt sagen, schreibt eure Meinung zu diesem Video bzw. zu diesem User in die Kommentare. Ich finde sowas immer noch absolut krank und ich weiß nicht, warum man sowas machen muss. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns zum neuen Video morgen wieder. Oder auf Durchrasten. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Wie gesagt, Link zu meinem Discord ist in der Beschreibung. Heißt, mich würde es echt freuen, wenn ich darauf sehe, euch drauf sehe. Mein Deutsch ist jetzt auch schon komplett weg. Jo, da werde ich euch schon auf dem Teamsweg angestupst. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich euch auf dem Discord sehe. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.